Hallo zurück auf unserem YouTube-Kanal. Dies hier ist eine Rangliste der Kaiserlichen Marine. Zu ihrer Zeit ein absoluter Verkaufsschlager unter den Seeoffizieren. Was aber genau ist eine Rangliste? Das erkläre ich Ihnen in unserem heutigen Video zu unserer Sonderausstellung 1910 – Crew macht Karriere, die Sie noch bis zum 6. November bei uns hier im Haus sehen können. Heutzutage sind Offizierkarrieren deutlich besser plan- bzw. vorhersehbar als zu Kaiserszeiten. Wird man in der Bundeswehr etwa zum Berufssoldaten ernannt, kann man sich schon ziemlich gut ausrechnen, wann und mit welchem Dienstgrad man später einmal in Pension gehen wird. Beförderungen basieren dabei grundsätzlich auf dem Leistungsprinzip. Ein vorzeitiges Ausscheiden aus dem Dienst ist meist nur auf eigenen Wunsch möglich. Ganz anders sah die Sache in der Kaiserlichen Marine aus. Dort erfolgten Beförderungen nicht nach Qualifikation, sondern nach der sogenannten Anciennität, das heißt nach dem Dienstalter. Zudem konnte die eigene Offizierkarriere ganz schnell vorbei sein, wenn die Qualifikationsberichte eine weitere Beförderung in den nächsten Dienstgrad nicht empfahlen. Ein Produkt dieser Beförderungspraxis war die Rangliste, wie wir sie in unserer derzeitigen Sonderausstellung präsentieren. Jetzt fragen Sie sich wahrscheinlich, was heißt Anciennität und wie funktioniert eine Beförderung in diesem System? Anciennität bedeutet, dass die Beförderung nur nach dem Prinzip des Dienstalters, also der Länge der Dienstzeit, erfolgt. Nicht individuelle Qualifikationen oder besondere Taten, zum Beispiel in Kriegen, entscheiden also darüber, wer wann und wie schnell aufsteigt, sondern einzig die Dauer der Zugehörigkeit zur Institution Marine. Da das Offizierkorps hierarchisch strukturiert ist, es also nach oben immer weniger Dienstposten gibt, muss trotzdem eine Auslese erfolgen. Dies geschieht mit Hilfe der sogenannten Qualifikationsberichte. In diesen beurteilen die Vorgesetzten die Leistungen ihrer untergebenen Offiziere und stellen die Eignung zum nächsthöheren Dienstgrad fest oder eben auch nicht. Erreichte man nicht die notwendige positive Bewertung, wurde man auch nicht befördert und musste im Allgemeinen nach kurzer Übergangszeit aus dem Militärdienst ausscheiden, um einem Dienstjüngeren Platz zu machen. Man stand dementsprechend in einer ständigen Konkurrenz zu seinen Jahrgangs- und Dienstgradkameraden. An welcher Position man in seinem Jahrgang bzw. in seiner Dienstgradgruppe genau stand, konnte man alljährlich im Mai in der im Fachhandel erscheinenden Rang- bzw. Dienstaltersliste der Kaiserlichen Marine nachlesen. Ohne Vorwissen über den Aufbau einer solchen Rangliste wird man aus ihr jedoch nicht wirklich schlau. Daher an dieser Stelle mal eine kurze Einführung in diese spannende Quelle am Beispiel der Crew 10 in der Rangliste von 1914. Ranglisten hatten grundsätzlich einen zweigeteilten Aufbau. Der erste Teil umfasste eine vollständige Gliederung der Kaiserlichen Marine, inklusive einer Stellenbesetzungsliste. Hier ließ sich nicht nur die Organisationsstruktur der Marine detailliert ablesen, sondern auch ganz einfach nachschlagen, welcher Offizier und auf welchem Dienstposten saß. Der zweite Teil listete alle Offiziere geordnet nach Dienstgrad auf und ermöglichte so das schnelle Erfassen der eigenen Platzierung im eigenen Jahrgang bzw. im Gesamtgefüge der Dienstgradgruppe. Der zweite Teil ist wie folgt aufgebaut. In der ersten Spalte finden wir den Namen des Seeoffiziers, zuzüglich eventuell eines Titulars, zum Beispiel bei Mitgliedern fürstlicher Häuser. Existierten mehrere gleichnamige Offiziere desselben Dienstgrades, stand in Klammern noch der Vorname. An dieser Stelle wurden auch etwaige Auszeichnungen und Orden verzeichnet. Eine Übersicht der Orden findet sich immer am Anfang der Rangliste. Sie sind hier gekennzeichnet, man sieht dies mit diesen einzelnen Symbolen. In der ersten Spalte sieht man zudem die bereits erworbenen Verwendungs- bzw. Ausbildungsbefähigungen. Diese Markierung zeigt den jeweils erfolgten, absolvierten höheren Waffenkurs, der auch dazu berechtigte, selbst als Ausbilder tätig zu werden. Diese Kurse sind nicht mit den allgemeinen Waffenkursen zu verwechseln, die alle Seeoffizieranwärter während ihrer Ausbildung erfolgreich zu absolvieren hatten. Hier steht zum Beispiel der Buchstabe T für das Zeugnis zum Torpedooffizier. Die zweite Spalte zeigt die Zuordnung zur jeweiligen Marinestation. Dazu muss man wissen, dass die Kaiserliche Marine organisatorisch in zwei geografisch begründete Bereiche geteilt war. Die Marinestation der Ostsee, Kennzeichen O, und die Marinestation der Nordsee, Kennzeichnung N. Auch die diversen Schiffe auf Auslandsstationen und deren Offiziere waren an einen der beiden Stationen zugeordnet. Steht an dieser Stelle der Buchstabe B, hatte der Seeoffizier einen Dienstposten in einer der drei oberen Marinebehörden, dem Reichsmarineamt, dem Admiralstab der Marine oder dem Marinekabinett. In der nächsten Spalte haben wir
das Datum des Diensteintrittes. Im Falle unserer Crew 10 steht bei allen hier 1.4.1910. Es gibt einige Ausnahmen, wie hier ein paar Nachzügler oder ein Nachzügler, 4.6.1910, aber im Jahrgang ist das natürlich immer gleich. Später kann man da ablesen in höheren Dienstgraden die verschiedenen Jahrgänge oder Crews. Direkt in der nächsten Spalte sehen wir die Gesamtseedienstzeit. In dieser Spalte wurden die Seedienstzeiten der Seeoffiziere angegeben. Die Zeit auf den Schulschiffen wurde dabei dazugezählt. Hieraus lässt sich gut die seemännische Erfahrung der einzelnen Offiziere ablesen. Zu wenig Dienstzeit konnte sich bei jungen Offizieren negativ auf die weitere Karriere auswirken. In der vorletzten Spalte finden wir das Datum des Patents. Hier wurde das Ausstellungsdatum des Offizierpatents bzw. der Ernennungsurkunde zum jeweiligen Offizierdienstgrad vermerkt und damit der Seeoffizier in seinem Jahrgang rangiert, das heißt in der Rang oder in einer Rang- oder Reihenfolge gebracht. Die Buchstaben, die wir hier sehen, die dahinter stehen, dienten bei gleichem Patentdatum, wie in dem Fall bei unserer Crew 10, dazu, die einzelnen Seeoffiziere zu rangieren. Je weiter oben man in dieser Rangordnung stand, desto wahrscheinlicher war eine Beförderung in den nächst höheren Dienstgrad. Weit hinten aufgeführte Offiziere drohte dagegen das zwangsweise Ausscheiden aus dem Militärdienst. In der letzten Spalte sehen wir das sogenannte Dienstverhältnis. Hier wurde die aktuelle Dienststelle bzw. die aktuelle Einheit verzeichnet, auf der der Seeoffizier diente. Dies konnten Schiffe oder Boote oder auch diverse Landverwendungen, zum Beispiel in Stäben, sein. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kleinen Einblick in die Beförderungspraxis und die Bedeutung von Ranglisten geben. Wenn Ihr Interesse jetzt geweckt wurde, kommen Sie doch noch bis zum 6. November vorbei.